Hey zusammen! Das Leben hat wieder zugeschlagen und die mit Sehnsucht erwarteten Abenteuer, die mir neue Freude, Motivation und die Lust, das Leben in vollen Zügen zu genießen, sind unter ferne Liefen verschwunden. Begraben unter Bergen von Projekten, hunderte von E-Mails, die dich buchstäblich anspringen, warten darauf, beantwortet zu werden und beim Trinken der fünften Tasse Kaffee, die Uhr tickend im Hintergrund, überkommt mich das Gefühl, wie mir förmlich der Tag durch die Hände gleitet und ich versuche, jedem gerecht zu werden. Bis ich bemerke, dass ich bereits seit mehreren Stunden erschöpft bin, nichts gegessen habe und geschweige denn eine Pause eingelegt habe, um mich kurz zu sammeln und durchzuatmen. Mir war klar, dass es nicht so weitergehen kann. Ich plädiere immer, dass es wichtig ist zu arbeiten, aber Pausen und Erholungsphasen sind noch wichtiger. Aber was ist denn jetzt mit meinem Abenteuer geworden, abgesehen davon, dass es in den ewigen Jagdgründen verschwunden ist? Wisst ihr, manchmal ist man bereits in einem Abenteuer drin und man bemerkt es nicht einmal. Und genau das ist mir diese Woche passiert. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es dazu kam. Die ganze Woche ist wie im Flug an mir vorbeigezogen. Ein Projekt jagte das nächste, als es plötzlich an der Tür klingelte. Ich ging zur Tür, ein großes Paket lag vor der Tür auf dem Boden und vom Paketdienst war weit und breit nichts mehr zu sehen. Ich hob das Paket auf und ging wieder rein. Normalerweise achte ich immer darauf, an wen das Paket adressiert ist. Aber wie der Zufall es wollte, an diesem Tag nicht. Da wir gerade dabei waren, ein Fashion-Video für Sarah zu drehen und das bei 33 Grad im Studio. Ich wollte einfach nur meine To-Dos abarbeiten. Natürlich bin ich bei jeder Lieferung neugierig, was darin sein könnte, aber ich dachte mir nur, ist sowieso wieder ein Fashion-Paket für Sarah und stellte es in der Küche ab. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass dieses besondere Paket an mich adressiert war. Die Tage vergingen, dem Paket schenkte ich keine Beachtung mehr, ich war fest der Meinung, dass es für Sarah war. 3 Tage später kam Sarah auf mich zu und fragte mich, warum ich nicht mal mein Paket geöffnet habe. Überrascht von ihrer Aussage, fragte ich sie, welches Paket meinst du? Sie erwiderte, das, was seit ein paar Tagen auf der Küchenzeile steht. Leicht verwirrt über ihre Antwort, öffnete ich das Paket. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, dass der Inhalt dieses Pakets das unerwartete Abenteuer sein würde, worauf ich die ganze Woche schon gewartet habe. Im Paket befand sich neues Filmequipment, das ich bestellt hatte für die Verfilmung der Abenteuer. Darunter ein 3 Meter Selfie-Stick, der die Drohne ersetzen sollte, ein extrem leichter Tripod für die Wanderungen, ein Monkeypad und viel Zubehör und Halterung fürs Auto, Unterwasseraufnahmen, die Brust, den Kopf und auch fürs Fahrrad war etwas dabei. Außerdem verschiedene Linsen, Aufsätze für die GoPro, um perfekte Aufnahmen machen zu können. Ich war sehr zufrieden mit der Lieferung, die Vorfreude war groß und es kribbelte mir schon in den Fingern, das neue Equipment ausgiebig zu testen. Leider war zum aktuellen Zeitpunkt nicht die Zeit, geschweige denn der richtige Moment dafür, dieses zu testen. Der Alltag musste noch bewältigt werden und die nächsten Tage waren auch schon durchgeplant. Ich fragte mich, wie konnte das passieren, dass ich nicht bemerkt habe, dass dieses Paket für mich war. Heute kann ich sagen, dass man oft die Prioritäten falsch setzt und glaubt, andere Aufgaben sind wichtiger und müssen priorisiert werden, obwohl das Wichtigste ignoriert und oft außer Acht gelassen wird. Das hat mir wieder einmal gezeigt, dass ich besser auf meine eigenen Bedürfnisse achten muss, auch wenn das bedeutet, dass das eine oder andere Projekt einfach ein paar Tage später abgeschlossen wird. Dadurch sollten Abgabefristen nicht verstreichen oder gar nicht vollendet werden, aber ein wenig Verzögerung in dem einen oder anderen Projekt für das eigene Wohl hat noch niemanden geschadet. Nun aber zurück zu meinem kleinen Abenteuer, was mir nicht bewusst war. Nach 6 Tagen vollgepackt mit Arbeit und 6 Videos später war es endlich Sonntag. Erschöpft und gerädert von der anstrengenden Woche, überlegten wir, was wir machen könnten. Außer den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und sich auszuruhen. Dann fiel mir wieder ein, dass ich neues Filmequipment bekommen habe und das immer noch getestet werden muss, bevor ich das nächste Abenteuer so richtig planen kann. Ihr merkt sicherlich schon, wo das Ganze hinläuft. Die Arbeit ruft. Wir müssen Testaufnahmen machen, war die Devise. Gesagt, getan, schnell den Rucksack gepackt, direkt in der Umgebung eine kleine Strecke rausgesucht und schon ging es los. Wir hatten ja nicht so viel Zeit. Im Wald angekommen, packte ich das erste Equipment aus und machte die ersten Aufnahmen mit Sarah. Natürlich musste jede Aufnahme auch direkt überprüft werden, ob das auch so funktioniert, wie man sich das ausgedacht hat. Nach 55 Minuten hatten wir dann auch den ersten Kilometer hinter uns gebracht. Die ersten Aufnahmen waren ganz okay, zumindest das, was man so auf dem kleinen Bildschirm der GoPro erkennen konnte. Wir waren so bemüht und extrem stark auf die Aufnahmen konzentriert, dass wir nicht mal bemerkten, dass wir uns in dem Moment auf einem kleinen Abenteuer befanden. Das Ziel zum Steinbruch Eulenberg war gesetzt. Eine Aufnahme jagte die nächste, als ich plötzlich zu Sarah sagte,
Ist dir aufgefallen, was gerade hier passiert? Sie erwiderte, nein, was meinst du? Ich sagte ihr, wir erleben gerade einen wunderschönen Sonntag bei bestem Wetter und wir haben nichts Besseres zu tun, als perfekte Aufnahmen zu machen, um zu testen, ob die Qualität unseren Ansprüchen genügt. Als uns das bewusst wurde, passierte etwas Magisches. Das Abenteuer fing an und wandelte sich zu einem der schönsten Tagen der letzten Wochen und Monaten. Damit ihr einen besseren Eindruck von dem Abenteuer bekommt, verstumme ich nun und lasse euch unser erlebtes Abenteuer genießen und mit den Eindrücken, die wir gesammelt haben. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen lassen, ob das ein gelungenes Abenteuer war oder nicht. Mittlerweile sind wir angekommen am Eulenberger Steinbruchsee. Genau. Leute, macht es so rum, wie ihr wollt. Auf jeden Fall sind wir angekommen. Das war ein schönen kleinen Marsch bis jetzt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sind knapp 3,5 Kilometer bis hierhin. Das sind die ersten Runden, die dann man dann immer so losgeht und man ist motiviert. Die müssen auch nicht riesig sein, damit man das Gefühl hat, auch wirklich was zu schaffen. Und damit das Ganze auch dann Spaß am Ende macht. Ja, richtig. Und ich hoffe für euch, dass ihr euch auch kleine, schöne Touren raussucht für den Anfang und dass wir gemeinsam neue Abenteuer schaffen. Schätzungsweise sind es noch 50 Meter. Und dann stehen wir davor, Leute.
Die Zeit verging wie im Flug und dann ging es wieder nach Hause. Um einen kleinen Eindruck von der Strecke zu bekommen, die wir zurückgelegt haben, habe ich euch die Rückreise in einen Zeitraffer gepackt, um zu zeigen, dass auch kleine Ausflüge große Abenteuer sein können, ohne dass man es im Vorfeld wusste, die einem viel Energie und Kraft für die kommende Woche gibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir freuen uns auf neue Abenteuer mit euch.